Des einen Freud, des anderen Leid. Das Thema Hebelprodukte. Nirgendwo scheiden sich die Geister mehr bei den Trainern. Soll man nun Hebelprodukte verwenden? Ja oder nein? Welche Vorteile es hat, aber wie es dir auch das Genick brechen kann, mehr dazu in meinem heutigen Video. Nirgendwo scheiden sich die Geister mehr bei den Trainern. Soll ich nun mit Hebelprodukten arbeiten oder nicht? Und dort gibt es natürlich viele verschiedene Produkte, CFDs, Zertifikate, Futures und. Und die einen schwören natürlich auf Hebelprodukte, weil sie mit einem geringen Einsatz einen riesen Hebel erzielen können, bis zum Faktor 20. Bedeutet, wenn du 10.000 Euro einsetzt, bewegst du bis zu 200.000 Euro. Das ist natürlich super, denn wenn die Aktie auch nur um 1% steigt, hast du 20% Gewinn in deinem Konto. Das große Problem bei Hebelprodukten ist aber, es wird der Tag kommen, an dem es ein Gap gibt und der Markt extremst gegen dich läuft. Ein Beispiel dazu habe ich dir hier einmal verlinkt. Es geht um die Aktie Fresenius Medical Care. Die Aktie befand sich sowieso schon in einem Abwärtstrend. Und wenn du hier drauf spekuliert hast, dass es hier einen Doppelboden gibt und gesagt hast, den Stop setz dich einfach unter das letzte Tief. Nun ja, es gab eine Nachricht, die Aktie hat mit einem Gap von mehr als 6% aufgemacht und innerhalb des Tages sogar 13% verloren. Was bedeutet das für dich bei einem Hebel von 20, alleine zur Eröffnung, 20 mal 6%? Das heißt, du hast einen riesigen Verlust von mehr als 100% mit diesem einen einzigen Trade gemacht. Und das ist der Grund, warum so viele Trader am Ende des Tages scheitern. Ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich sage, dass 90% der Trader scheitern. Einer der Gründe, warum das so ist, sind solche Produkte, die einen sehr, sehr großen Hebel haben. Natürlich kommen auch noch solche Probleme dazu, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was man macht. Man hat keinen festen Handelsplan, aber vor allen Dingen, weil hier eben sehr viel mit Hebelprodukten spekuliert wird. Ich selber nutze so gut wie gar keine Hebelprodukte. Warum? Nun ja, weil ich immer sage, ich verwende nur das Geld als Trader, was ich auch wirklich habe. Und wenn dann mal es passiert, dass eine Position gegen mich läuft, nun ja, dann ist das so, aber ich kann nicht mit dieser Position 100% oder vielleicht sogar mehr verlieren. Und das solltest auch du nicht machen, denn es ist nichts wert, selbst der größte Gewinn nicht, wenn der Verlust bedeutet, dass du am Ende des Tages mit leeren Händen dastehst.